Meine Damen und Herren, ich möchte einige Bemerkungen machen zu unserer Vorstandssitzung. Der erste Punkt ist die Einschätzung der Niedersachsenwahl. Eine Wahl, die für uns, CDU, CSU, hinter den Erwartungen, die man in den letzten Monaten haben konnte, zurückblieb. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite ist die amtierende Regierung nicht mehr wiedergewählt worden aus Rot und Grün. Und so wie es aussieht, wird man auch mit der CDU über Regierungsbeteiligung reden müssen. Zweiter Punkt, die Österreichwahl. Wir gratulieren Sebastian Kurz zu diesem Wahlerfolg seiner Partei. Ich denke, das wird uns aus Bayern heraus auch ermöglichen, dass wir mit unserem Nachbarn mehr inhaltliche Schnittmengen und Gemeinsamkeiten haben werden. Nicht nur in der Zuwanderungsfrage, sondern auch in den europäischen Fragen. Und deshalb freuen wir uns für Sebastian Kurz. Das Dritte im Ergebnis, das Papier Regeln für die Migration ist ausnahmslos heute sehr gelobt worden, begrüßt worden und als erfolgreiche Vereinbarung gesehen worden, mit dem Hinweis, dass dies auch die Grundlage sein muss für die Gespräche mit der FDP und den Grünen. Und das Verhandlungsmandat, das wir schon mal beschlossen hatten, ist heute erneuert worden. Ich kann also davon ausgehen, dass es die Auffassung des gesamten Parteivorstandes ist, dass wir jetzt die Schrittfolgen richtig einhalten, jetzt zunächst die Gespräche in Berlin führen, in der Besetzung, die Ihnen bekannt ist, die ich auch am Schluss noch mal vorgetragen und erläutert habe. Und dass wir dann, wenn hier ja, ein bedeutsamer Schritt nach vorne erfolgt ist, wir auch um die Personalfragen für die Zukunft der CSU und Bayerns beschäftigen werden. Das war sehr eindeutig. Die Diskussion war vernünftig. Und deshalb geht es morgen nach der Verabschiedung des Nachtragshaushaltes nach Berlin bis Ende der Woche. Das heißt, ich komme dann wahrscheinlich erst am Sonntag wieder zurück. Fragen bitte. Nikolaus Neumeier. Das heißt, Sie hätten im Vorstand auch darüber gesprochen, oder es gab Vorschläge, die Personalfragen bis zum Parteitag zu lösen. War das so? Und wenn das so war, welches Szenario ist denn da vorstellbar? Ich rede nicht über Personalfragen. Ist jetzt bei mir einfach so geeicht. Und da werde ich auch nicht abweichen davon. Erwin Huber hat die Frage gestellt, wie das jetzt alles so gehen kann, die Sondierung, die Verhandlungen, der Parteitag. Und meine Antwort ist so wie seit Wochen, dass wir in dieser Schrittfolge vorgehen und dass wir jetzt einmal auf Sicht fahren müssen. Wir wissen ja nicht, wie am Ende der Woche die Situation ausschaut. Wir haben eine Sondierung in einer Fünfergruppe. Und dann haben wir eine Sondierung in der großen Gruppe, wo wir 11 Leute stellen. Und dann treffen wir uns nochmal am Samstag in kleiner Gruppe zwischen CDU und CSU, um das alles zu beurteilen, zu bewerten. Und so müssen wir jetzt von Woche zu Woche gehen. Die Termine sind für nächste Woche mal anberaumt. Und dazwischen müssen wir dann wieder unseren Parteivorstand, die Landtagsfraktion, die Landesgruppe, auch mit Zwischenergebnissen beteiligen. Und ich kann heute wie niemand übrigens beim besten Willen nicht sagen, in welcher Zeit sich was erledigen lassen könnte. Wenn wir zu Verhandlungen kommen, würde es schon meiner Vorstellung entsprechen, dass wir in diesem Jahr diese Verhandlungen abschließen. Aber ob dies am Mittwoch und am Freitag so vereinbar ist mit den Grünen und der FDP, ist offen. Da gibt es auch keine Geheimabsprachen, obwohl es manche Direktkontakte gibt. Aber das müssen wir offiziell besprechen. Und dann hätte immer noch ein Vertreter der FDP recht, wenn er sagt, die Regierung wird in diesem Jahr nicht gebildet, weil
wenn die Gespräche abgeschlossen werden, hat ja jede Partei noch ihr Verfahren. Und das längste Verfahren mit der Mitgliederbefragung die Grünen. Und deshalb ist es nicht verkehrt, wenn die einen davon reden, wir wollen die Verhandlungen abschließen, aber die anderen sagen, Regierungsbildung vor nächstes Jahr, vor nächstem Jahr wird es wohl nicht geben. Es kann beides richtig sein. Das ist kein Widerspruch. Und jetzt schauen wir, ob es bei unserem Parteitag mit dem Termin bleibt im November oder ob es Sinn macht, ihn zu einem späteren Zeitpunkt, aber in diesem Jahr zu machen. Und da möchte ich mich auch mit der Kanzlerin absprechen, weil auch die CDU zwar keine Wahlen hat, aber auch einen Parteitag macht. Und es wäre nicht verkehrt, wenn der zur gleichen Zeit stattfinden würde. Christoph Röckerath. Die Frage nach dem Parteitag haben Sie gerade schon beantwortet. Zwei andere kurze Fragen. Glauben Sie, dass unabhängig von den Sondierungsgesprächen noch Zeit sein wird, um eine grundsätzliche Diskussion über die inhaltliche Ausrichtung der Union zu führen mit der CDU, die ja nach der Wahl in Hannover jetzt auch immer dringlicher scheint? Die erste Frage und die zweite kurze. Was haben Sie Herrn Spähnle mit auf den Weg gegeben für die Sitzung heute Abend vom Münchner Bezirksvorstand? Zum Ersten, diese Diskussion haben wir ja geführt, schon letzten Sonntag, 2,5 Stunden. Und diese Ansicht, bürgerlich, konservativ oder Mitte rechts, findet sich im gemeinsamen Regierungsprogramm wieder. Man muss nur das viel, viel stärker zum Ausdruck bringen. Das steht ausdrücklich drin, christlich, liberal, konservativ. Und das muss stärker auch ins Bewusstsein der Bevölkerung gebracht werden. Und natürlich die inhaltliche Programmatik, die dazugehört. Ich glaube, das war auch das Ergebnis letzten Sonntag. Wir müssen jetzt nicht das alles neu erfinden. Das, was wir nach Monaten der Debatte vereinbart haben, muss kommuniziert werden und muss gemacht werden. Für die Bevölkerung ist jetzt das Wichtigste oder sind nicht das Wichtigste Papiere, sondern die Bevölkerung erwartet es einfach, dass das gemacht wird. Und das wissen alle Beteiligten. Und über Personalien, auch in der von Ihnen gefragten Form, gibt es von mir keine Auskünfte. Ich glaube, jeder, der heute im Vorstand war, weiß, um was es geht, welche Verantwortung jeder hat. Und ich gehe bis zum Beweis des Gegenteils davon aus, dass die Führungskräfte in der CSU dies auch beherzigen. Alexander Puhl. Ich habe übrigens, das habe ich auch mehrfach heute gesagt, wenn ein Ortsvorsitzender oder ein Arbeitskreisvorsitzender sich vor Ort Ihnen gegenüber oder gegenüber der Öffentlichkeit äußert, das ist nicht mein Ansatzpunkt. Den will ich nicht disziplinieren, sondern die Führungskräfte müssen unseren Menschen vermitteln, wie unsere Strategie ist und wie unsere Inhalte sind. Das ist Aufgabe von allen, die eine herausgehobene Funktion haben. Die verdanken ja auch alle die herausgehobenen Funktionen der politischen Familie, wie ich auch. Ja, Alexander Puhl. Hat sie erledigt. Dann haben wir den Sebastian Kraft. Herr Söder, ich weiß, Herr Seehofer, Sie wollen zu Personalfragen nichts sagen, aber ich musste jetzt, ja. Richtig, richtig, wirklich richtig gut gemacht. Aber ich hätte die Frage trotzdem noch. Es geht nämlich um Herrn Söder, weil es kommt nämlich der Wunsch von vielen, also hört man immer wieder und auch heute soll es wieder Wortmeldungen gegeben haben, dass sich die zwei Stärksten, und damit können ja nur Sie und Herr Söder gemeint sein, zusammensetzen und an einem Strang ziehen und damit auch verständigen. Halten Sie dieses Szenario für realistisch? Ich sage seit 3 Wochen, seit dem Montag nach der Wahl, immer wieder das Gleiche. Das habe ich heute auch wieder wiederholt. Die richtige Reihenfolge und der zweite Schritt ist die Personalfrage oder sind Personalfragen, ich möchte es im Plural nennen, und da redet ein Parteivorsitzender mit allen, die Verantwortung tragen und die es angeht. Da muss man mich nicht in jeder Sitzung jetzt darauf hinweisen, dass man Personalia nur miteinander lösen kann. Übrigens meine These seit Jahren, seitdem ich mal gesagt habe, ich höre auf, sage ich immer, diese Nachfolgefragen werden sich nie im Konflikt lösen lassen, sondern nur im Miteinander.
wenn andere jetzt diese Wortwahl übernehmen, bin ich ein glücklicher Mensch. Das ist ja schon mal ein Fortschritt. Eva Lell. Ja, wir reden mit allen. Ich zähle jetzt nicht auf einzelne Namen, weil wenn ich jetzt einen vergesse, dann kommen Sie wieder und sagen, was ist denn mit der Person? Das bringt uns nicht weiter. Außerdem wollte ich ja über Personal nicht reden. Eva Lell. Reden Sie vielleicht über die Basis. Sie haben ja einen Basisdialog angekündigt. Heute haben Sie darauf verwiesen, dass noch 8 Wochen bis Weihnachten sind und Berlin Priorität hat. Glauben Sie, die Basis kann so lange die Füße stillhalten, bis Sie in Berlin ausverhandelt haben? Ja, das muss ja nicht heißen, bis ausverhandelt ist. Jedenfalls ist dieser Basisdialog keine Werbetour von mir für eine Wiederwahl. Das habe ich von Anfang an so festgehalten, sondern eine Möglichkeit für unsere Basis, mir persönlich und diejenigen, die mich begleiten wollen, die Meinung zu sagen. Und das Zweite, deshalb steht es auch nicht, sollte der Parteitag im November sein, in einem direkten Zusammenhang mit dem Parteitag. Und so wird es jetzt sein. Wie soll ich das nächste Woche machen? Heute ist Montag. Jetzt darf ich mal die kleine Lage erst betreuen, über die großen politischen Inhalte Bayerns, die nennen wir kleine Lage, mit den Mitarbeitern, über die, nicht über das, was wir heute besprochen haben, sondern über die Inhalte, die wir in Bayern zu lösen haben als bayerische Staatsregierung. Wir haben dann morgen Kabinett mit dem Nachtragshaushalt und unmittelbar anschließend muss ich mich nach Berlin begeben, weil es morgen schon für mich da am frühen Abend beginnt. Ich sagte ja, es gibt ja auch bilaterale Kontakte. Und dann geht es am Mittwoch weiter, Donnerstag weiter, Freitag weiter, Samstag weiter. So. Das ist die Lage diese Woche. Und Ende der Woche kann ich Ihnen wieder sagen, wie es Termine nächste Woche ausschaut. Da sind Termine, die sind aus meiner Sicht wichtig, aus Ihrer Sicht wahrscheinlich nicht so wichtig, wie der Besuch von Herrn Orbán, der jetzt wackeln würde bei der jetzigen Terminplanung, aber das kann ich erst sagen, wie es aussieht am Mittwoch. Man kann jetzt nicht mehr sagen, auch wenn man wollte. Geht nicht anders. Uli Bachmeier. Fragen zum Verhältnis mit der CDU. Sie haben gesagt, Sie haben geredet, Sie haben sich miteinander verständigt auf einen Kurs. Dann ist in Niedersachsen eine Wahl und vorher schlägt der Herr de Maizière islamische Feiertage vor. Ja. War das in Ihrem Sinne? Ist das nicht vielmehr ein Hinweis darauf, dass man sich da noch längst nicht drüber verständigt hat, wie weit in die Mitte oder nach links oder nach rechts die Union soll? Das war nicht in meinem Sinne. Und der Kollege de Maizière war ja auch erst am Ende der Gespräche in Berlin dabei. Dass das ein ständiger Kommunikationsbedarf ist, Herr Bachmeier, das wissen Sie. Sie sind ein erfahrener Journalist. Und deshalb wissen Sie, dass das, was oft Spitzen miteinander vereinbaren, und auch als festes Vorhaben haben, A, gemacht werden muss und B, nicht von jedem sofort beachtet wird. Deshalb habe ich ja etwas geschmunzelt vorher, als ich sagte, ich hoffe. Ich habe nicht gesagt, ich bin sicher, dass sich alle dran halten an das, was wir heute besprochen haben. Gibt es weitere Fragen, Herr Kraft? Aber bitte nicht, Herr Söder. Herr Seehofer, noch eine Frage zu Niedersachsen-Wahl. Wie sehr sehen Sie jetzt da denn die Schuld, also wo sehen Sie aus Ihrer Sicht die Schuld, dass das für die CDU schiefgegangen ist? Lag das an der CDU in Niedersachsen oder lag das an der schlechten Aufarbeitung, sage ich jetzt mal, die aus dem Konrad-Adenauer-Haus direkt nach der Bundestagswahl kam? Ich habe ja heute schon mal an anderer Stelle versucht darzustellen, dass sich innerhalb der letzten 2 Jahre einfach die ganze politische Tektonik, die politische Kultur, die Stimmungszyklen radikal verändert haben. Wir sind in einer völlig neuen Situation, auch hier in Bayern. Ich hatte gestern noch ein Gespräch mit der Kanzlerin. Auch die Stammwählerschaften gehen zurück, die festen Wählerschaften bei Union und SPD.
In Niedersachsen hat uns ein erheblicher Teil der älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger, früher total sichere Stammkundschaften, nicht mehr gewählt. Und auch wir hier in München werden uns mit der Problematik oder der Thematik beschäftigen müssen, dass eben Millionen zugezogen sind mit einer anderen Vita. Und das ist eine politische Veränderung, die sich jetzt ausdrückt in 5, 6, 7 Parteienparlamenten und wo nicht mehr so einfach einzuteilen ist. Da gibt es 2 große und einer oder 2 kommen für die Großen als Partner in Frage. Das hat sich total verändert. Das ist ja auch meine Sorge für Bayern. Nicht die Fragen, die jetzt alle zur Zukunftsfrage machen, sondern wie wir strukturell und inhaltlich in Bayern Antworten geben, die auch auf diese strukturelle Veränderung der Bevölkerung zufriedenstellende Antworten findet. Ja, da sehen Sie, was Sie innerhalb von 3 Wochen verändern können. 10 Prozentpunkte. Innerhalb von 3 Wochen bei der gleichen Partei. Darum sage ich, jede Wahl hat ihre eigenen Bedingungen. Da gibt es jetzt viele Mutmaßungen. Der Kollege Weil ist ein guter Ministerpräsident. Auch wenn Sie mich vor der Wahl gefragt hätten, hätte ich Ihnen das gesagt. Der spielt in der Ministerpräsidentenkonferenz mit seiner Sachlichkeit und seiner Argumentationskraft eine beachtliche Rolle. Man spürt bei ihm, dass er, glaube ich, Oberbürgermeister war in Hannover. Auch das ist spürbar, wenn es um die Praxisbezogenheit geht. Und bestimmte Dinge, da hat er nicht die Flucht ergriffen, sondern hat sie verteidigt. Zum Beispiel sein Verhältnis zu VW. Denn dieses Verhältnis war bei seinen Vorgängern exakt das gleiche. Eckhard Meyer-Bühler, bitte. Herr Seehofer, Herr Herrmann hat gestern in einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung anklingen lassen, zumindest, dass seine Bereitschaft, nach Berlin zu gehen, nach wie vor aktuell ist, auch wenn er dort kein Mandat hat. Das sei kein Hinderungsgrund. Was halten Sie davon? Richten Sie sich darauf ein, dass er als Bundesminister nach Berlin geht? Was bedeutet das dann für das Kabinett in Bayern? Das trifft zu, was er gesagt hat, ist auch besprochen worden zwischen ihm und mir. Die Frage musste ja geklärt werden, gehst du auch nach Berlin ohne Bundestagsmandat? Das war also geklärt. Und ob er in ein Kabinett eintritt oder eintreten kann, hängt ja jetzt von dem ab, was die nächsten Wochen geschieht. Und wenn es gelingen sollte, was ich mir wünsche und wo ich auch total festhalte daran, dann gäbe es in Bayern diese Kabinettsumbildung, von der ich sprach. Dann habe ich noch den Jürgen Umlauft. Seehofer hat jetzt mehrfach die Schrittfolge betont, in der die Gespräche jetzt fortgesetzt werden. Am Ende sollen die Personalfragen stehen. Sind die für Sie ergebnisoffen? Mit dir klar. Die war wirklich gute Frage. Die war so gut, dass ich fast darauf reingefallen wäre. Fast wäre es passiert. Aber jetzt bin ich wieder gesammelt und es passiert nicht. Gibt es noch weitere Fragen? Herr Wittel, bitte. Dann würde es auch die Kabinettsumbildung geben, von der Sie gesprochen haben. Ich glaube, Sie haben mal gesagt, es würde in jedem Fall eine Kabinettsumbildung geben sollen in Bayern, auch wenn der Herr Herrmann in München bliebe. Ist das jetzt nicht mehr so? Ja, das können Sie ruhig erweitern. Sie, dass Sie immer wissen, was ich schon mal gesagt habe. Es wird sie geben. So oder so. So, ich sehe keine Fragen mehr, dann danke ich fürs Kommen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Soweit der CSU-Chef. Professor Jun, wie hat Horst Seehofer auf Sie gewirkt?
kurz nach der Niederlage der Schwesterpartei gestern und kurz vor den Sondierungsgesprächen im Bund. Lachen konnte er ja noch. Ja, er wirkt entspannter als nach der Bundestagswahl. Er wirkt auch wieder konzentrierter als nach der Bundestagswahl. Der Bundestagswahlkampf hat sicherlich auch an seinen physischen Kräften gezehrt. Also man sieht einen Horst Seehofer, der, glaube ich, seine politische Karriere noch nicht als beendet ansieht. Aber nach der Niederlage der CDU gestern in Niedersachsen nimmt jetzt der Richtungsstreit zwischen CDU und CSU jetzt wieder neue Fahrt auf oder hält man sich da jetzt erstmal zurück? Die Sondierungsgespräche stehen ja an. Mir erweckt es den Eindruck, als würde man sich im Moment versuchen, auf gemeinsame Unionspositionen zu verständigen, wie man es ja auch schon am letzten Wochenende getan hat, und würde jetzt keine innerparteilichen Kontroversen austragen. Falscher Moment, würde ich sagen, würde Horst Seehofer an dieser Stelle sagen. Jetzt muss man versuchen, möglichst viel Unionspolitik in den Sondierungsgesprächen durchzusetzen. Das scheint die Leitlinie zu sein. Ja, falsche Momente gab es für den Unionsstreit aber schon vorher. Wie sehr steht denn Horst Seehofer jetzt unter Druck, dass das auch mit Jamaika gelingt? Nächstes Jahr wird in Bayern gewählt. Wie sehr hängt ihm diese Landtagswahl im Nacken? Die hängt ihm sehr im Nacken, denn er hat es ja auch wieder gerade deutlich gemacht. Ihm geht es hauptsächlich darum, wie auch allen in der CSU, die Mehrheitsfähigkeit in Bayern zu erhalten. Und zwar für die CSU, also die absolute Mehrheit zu erreichen. Und das heißt, ihm wird es jetzt wichtig sein, dass man nicht zu viele Zugeständnisse an FDP oder Grünen, unterschiedlich je nach Politikfeldern, macht, um am Ende vor den bayerischen Wählern argumentieren zu können, dass die hier die CSU-Position wiederfinden und dass die Union hier eben entsprechend vom bayerischen Wähler wieder als starke Kraft wahrgenommen werden kann. Ist er denn noch der richtige Mann, um die CSU in die nächste Landtagswahl zu führen? Diese Entscheidung muss letztendlich die CSU selbst fällen. Was denken Sie? Das, was ich denke, ist völlig unerheblich an dieser Stelle, denn ich kann es nicht beeinflussen. Ich bin weder Mitglied der CSU, noch habe ich irgendwelche Möglichkeiten, die CSU diesbezüglich zu beraten. Am Ende wird die Landtagsfraktion der CSU darüber eine wichtige Entscheidung fällen. Auch das Präsidium der Partei wird eine wichtige Entscheidung fällen. Aber man gewann heute den Eindruck, dass Horst Seehofer keineswegs daran denkt, im Moment hier einen Rückzug anzutreten. Wie viel Rückhalt hat er denn noch an der Basis? Ja, das wird unterschiedlich gesehen. Es gibt sicherlich den einen oder anderen, der sagt, dass Seehofer eine Mitverantwortung trägt für die nicht gerade besonders erfreulichen Ergebnisse bei der Bundestagswahl. Aber auf der anderen Seite gibt es auch keine offene Revolte gegen Seehofer. Man sieht nirgends oder kaum einzelne Parteimitglieder in führenden Positionen, die Seehofer offen attackieren. Von daher kann man davon ausgehen, dass der Rückhalt noch ausreichend genug wäre, ihn auch wieder als amtierenden Ministerpräsidenten in die Landtagswahl 2018 zu schicken. Horst Seehofer hat ja auch gerade bei der Pressekonferenz gesagt, er will nichts von Personalien hören. Was sagt denn Markus Söder dazu? Als Horst Seehofer gerade eine Frage gestellt wurde, kurz vorher hat er gesagt, oh, nicht der Söder. Ja, ich könnte mir auch hier vorstellen, dass es für Söder im Moment der nicht richtige Zeitpunkt ist, um über Personalien zu sprechen. Denn tatsächlich muss jetzt eben hier die CSU sich als starke Kraft in Berlin auch bei den Sondierungsgesprächen präsentieren. Und da wären jetzt auch innerparteiliche Kontroversen in der Form, dass man nun an wichtigen Stellen Personal austauscht, nicht gerade eine gute Voraussetzung, um das in Berlin durchzusetzen. Also auch hier nicht der richtige Zeitpunkt im Moment. So, dann lassen wir uns mal über die Sondierungsgespräche sprechen. Wie bereitet sich die CSU denn jetzt darauf vor? Mit welchem Team geht sie in diese Gespräche? Na, eine wichtige Rolle wird natürlich die Landesgruppe spielen im Bundestag. Also Alexander Dobrindt und seine Mannschaft könnte man es benennen. Und dann wird eben die Münchner Mannschaft dazukommen. Da wird sicherlich der Ministerpräsident dann eine entscheidende Rolle spielen. Horst Seehofer, aber auch Herr Herrmann, der Spitzenkandidat bei der Bundestagswahl war und ja immer noch als möglicher Innenminister gehandelt wird. Das werden also so die beiden Gruppen sein, die hier eine wichtige Rolle spielen und auch die jeweiligen Protagonisten. Es ist ja für viele Beobachter schwer, sich vorzustellen, wie CSU und insbesondere die Grünen auf einen Nenner kommen sollen. Wie sehen Sie das? In der Tat gibt es da erhebliche Differenzen in einzelnen Politikbereichen, insbesondere in den Bereichen innerer Sicherheit, in Migrationspolitik, in Fragen
des Schutzes von Menschen, die eben subsidiär sich hier aufhalten, also diejenigen, die eben noch keinen Asylstatus haben. Das sind alles Fragen, die zwischen den beiden Parteien geklärt werden müssen. Aber die CSU hat bei den Gesprächen mit der Schwesterpartei CDU gezeigt, dass sie durchaus kompromiss- und konsensbereit ist. Und wenn die Grünen das auch sind, entsprechend an der einen oder anderen Stelle, so sehe ich da Möglichkeiten der Einigung.